Metal Leute und Servus. Ich bin gerade auf dem Weg zurück in die Heimat, denn ich war vorher in Emskirchen. Ich habe den Drachenlord besucht, ich habe einiges gemacht und im Folgenden werdet ihr meinen Videolog dazu bewundern können. Ich möchte nichts vorwegnehmen, denn für euch ist das, was ihr gleich sehen werdet, ja eine Neuigkeit und für mich halt nicht. Deswegen werde ich jetzt nicht spoilern, damit ihr das eben alles ganz neu erleben könnt, was ich bereits erlebt habe. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Was gibt's noch zu sagen? Es war ereignisreich und ich denke, jetzt geht's weiter mit dem Intro. Wenn ich ein Intro mache, ich bin mir noch nicht genau sicher, ob ich ein Intro machen werde. Vielleicht mache ich eins, vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage sein werde, ob es nachher gut aussieht. Also, ich bin ja jetzt noch im Zug und ich weiß denn nicht, ob ich später zu Hause, also ob mir das denn eben auch so gut gelingt, dass es vorzeigbar ist. Deshalb sage ich, falls ich ein Intro machen werde, viel Spaß mit dem Intro. Und ansonsten viel Spaß mit meinem Reisebericht. Metal. So, das war das Intro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich war das nur das Intro für den Fall, dass ich auch ein Intro gemacht habe. Wenn ich kein Intro gemacht habe, wünsche ich einfach nur so viel Spaß mit meinem Reisebericht. Hey Drache, weißt du, was ich mache? Ich packe meine Sachen und fahre jetzt zu dir. Yeah, yeah, ich freue mich. Drachenlord, freust du dich auf Gesellschaft? Deshalb hoffe ich, dass der lange Weg sich lohnt. Bald bin ich in Altschauerberg, sehe dich beim Tageswerk und siehst du mich vor deinem Haus, schmeißen mir die Prügel raus. Hey Drache, weißt du, was ich mache? Ich packe meine Sachen und fahre jetzt zu dir. Yeah, yeah. Drache, weißt du, was ich mache? Ich packe meine Sachen und fahre jetzt zu dir. Ich freu mich, Drachenlord, freust du dich auf Gesellschaft? Deshalb hoffe ich, dass der lange Weg sich lohnt. Bald bin ich in Altschauerberg, sehe dich beim Tageswerk und siehst du mich vor deinem Haus, schmeißen mir die Prügel raus. Der Drache, weißt du, was ich mache? Ich packe meine Sachen und fahre jetzt zu dir. Yeah. Nächste Station, Emskirchen. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. So, Mietwagen ist abgeholt. Ist leider kein Vito geworden, sondern Peugeot. Aber das macht nichts. Ein schöner weißer Lieferwagen. Tja, und so langsam kommt mir das hier alles ein bisschen bekannt vor. Tatsächlich Altschauerberg. Da ist es. Ich bin voll am Rücken. Ah, gut, dass das Ding eine durchgehende Dreier-Sitzbank hat. Da kann ich immer schön hin und her rücken. Mein Huawei hat mich hier hingeleitet. So. Etzeler, vorsichtig. Also ich bin jetzt gerade noch auf der Durchfahrt, ich will zur Pension fahren und da dachte ich, fährst du schon mal hier vorbei, um überhaupt mal die Lage zu sondieren. Lol.
Na, dann fahren wir mal weiter. Noch kein Aufsehen erregen. Denn ich will erst mal einchecken. Hab ein Essen zu Rewe. Und der Showdown ist dann das Livestreaming von Altschauerberg. Ja, ja. Und da ist auch schon die Feuerwehr. Guck mal, die hatten es gar nicht weit zu Rainer, oder? Das ging ja ruckzuck. Freiwillige Feuerwehr da. Sag mir mal gucken, dass ich jetzt irgendwie nach Neustadt komme. In Neustadt habe ich so, ich bin Erzähler bei Rewe, nicht bei irgendeinem Rewe, sondern bei dem Rewe, Matthias Zwingel, Grüße gehen raus. Und da werde ich mich ein bisschen eindecken, denn ich will ja noch den Pfad des Drachen gehen. Und da braucht man ein bisschen Marschverpflegung. Es geht auf die 14 Uhr zu, ich habe noch nicht richtig Mittag gegessen. Will mir hier eine Kleinigkeit rausholen, damit ich dann heute Abend beim Goldenen Herzen einkehren kann. Vielleicht hole ich mir ein Löschzwerg, Breitsamer Honig, irgendwas Nettes von ja. Lasagne zum Beispiel. Mal sehen. Ich gehe erstmal lecker einkaufen. Hier in Franken ist die Welt noch in Ordnung. Denn man muss nicht mal Geld einwerfen, um einen Wagen zu bekommen. Redliche Menschen wohnen hier, die ihre Einkaufswagen immer wieder zurückstellen. Schön. So eine Gegend lobe ich mir. Etzeler einkaufen. Wie oft hat Rainerle schon in dieses Regal gegriffen? Ich hasse das Zeug, aber scheiß drauf. Was muss, das muss. Ich habe ja schon ein paar Löschzwerge eingepackt und einen fränkischen Müller-Thurgau. Ja, nichts Großartiges, ein unkomplizierter Weißwein von der Regionaltheke. Den kann man einfach so wegsübbeln. Da hast du noch ein bisschen Knabber gedeckt und dann geht das Zeug ganz gut weg. Ansonsten sind es noch ein paar Biere geworden, die ich nicht kenne. Ich trinke ja gerne mal ein Bier und dann, man kann ja nicht immer nur Wein trinken. Als Abwechslung für heute Abend nach meinem Besuch im Roten Herzen. Ja, dann bin ich auch schon fast fertig. Hallo. Und ich bin wegen der Spielwarenmesse hier in Nürnberg und bin ich hier in Emskirchen abgestiegen, da wirklich ein nettes Städtchen. Ist hier viel Tourismus eigentlich? Ja, eher nicht so viel. Tourismus, okay. Eher, ja. Schon was, aber nicht so. Okay. Nee, ist wirklich schön hier. Mhm. Ich habe ein bisschen gegoogelt nach Emskirchen. Da habe ich immer was gefunden von so einem Rainer Winkler. Ist der hier prominent oder so? Keine Ahnung. Der soll hier irgendwie so ein Star sein? Nee? Keine Ahnung, nee. Ich habe geguckt nach Emskirchen, wo man hinfahren kann und immer Rainer Winkler. Weiß auch nicht. Das kam mir total merkwürdig vor. So, was bin ich Ihnen schuldig? 22, 13. Ja. Das machen wir mit Karte. Payback-Karte und Spine. Nee. Hallo. So, was nehmen wir denn mal? Was ist das Dreieckige da hinten? Da habe ich Gemüsefischkäse, Tomate, Gurke drauf. Und da haben wir Leberkäse drauf. Ach ja, Leberkäse. Nehme ich das zu mir essen. Ja. So, und eine schöne Kaffee dazu, oder wollt ihr einen Kaffee? Ja, ein Käffchen wäre prima. Ja. Mhm. Sagen Sie, ich bin hier wegen der Spielwarenmesse. Ja. Und ich habe dann ein bisschen gegoogelt nach Emskirchen. Ja. Und ist, da habe ich immer, das scheint relevanter zu sein hier als alles andere. Drachenlord, Rainer Winkler, ganz viel gelesen im Internet. Ja, das ist durchaus möglich, ja. Ich hab kaum andere Sachen gefunden. Nur, ganz merkwürdig. Kennen Sie den? Oder ist das hier so ein Star? Ja, oder Drachenlord oder so. Der scheint hier ein Star zu sein. Also nach dem, was im Internet steht. Das würde stimmen. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank. Was übrigens bisher noch gar nicht gesagt wurde. Der Rewe-Supermarkt befindet sich auf einem Hügel, zu dessen Füßen der Winklersche Jakobspfad beginnt.
Nur eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Schön. Diese Zusammenhänge. Vorher hat man alles nur auf Google Maps gesehen, was eben auch hinsichtlich der Topografie relativ eindimensional, zweidimensional ist, Entschuldigung. Und so wird einem doch vieles klarer. Viele Zusammenhänge erschließen sich einem besser, wenn man wirklich mal da war. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, nach Emskirchen zu fahren. Und hier ist es, kurz hinter dem Emskirchener Ortsschild, das gute alte Pegelhäuschen. Ja, Häder machen hier gerne Halt und auch dem Drachenlord hat dieses kleine Gebäude schon des Öfteren als Kulisse für seine Aufnahmen gedient. Bedauerlicherweise sind neue Schmierereien aufgetaucht. Einerseits mag es vielleicht witzig sein, aber andererseits ist und bleibt es Vandalismus. Nichts, was ich gutheißen könnte. Ich weiß gar nicht, ob es diese Bilder überhaupt schon mal ins Internet geschafft haben, beziehungsweise diese Graffiti. Naja. Hier bin ich jedenfalls am sagenumwobenen Pegelhäuschen. Und ich merke, ich komme dem Drachen immer näher. Denn mir kommt hier alles auf einmal so bekannt vor. Obwohl ich das erste Mal hier bin. Was ihr hier seht, ist der Weg zur Burgruine Schauerberg. Zur Burg Eppelein. Leider ist es jedoch so, dass mittlerweile das Betreten verboten ist. Ich glaube, da werde ich morgen nochmal bei der Gemeinde Emskirchen nachfragen und mich informieren, ob das so rechtens ist. Doch was muss ich hier sehen auf dem Tisch? Medal. Rainer W. ist gay. Na, das glaube ich nicht. Vielleicht ist er ja bi, aber man weiß es nicht so genau. So, Brotzeit. Gut, dass so eine Fototasche auch ein Fach für Löschzwerge und Frikadellenbrötchen hat. Ich werde jetzt eine kleine Rast einlegen und die Sicht auf Altschauerberg genießen. Und hier sitze ich, nur ein paar Meter entfernt, und gucke mir den Dragon Monday an. Und morgen schon werde ich vor seinem Haus stehen und einen Juno-Stream machen. Mal gucken, was das wird. Naja, wenn ihr das Video seht, dann wisst ihr es wahrscheinlich schon. So, jetzt hat klar, ist es dunkel geworden. Ich stehe hier vom Roten Herzen, Cuore de Rosso, und möchte meine Abendmahlzeit einnehmen. Ich bin ein bisschen unterwegs gewesen, habe noch zwei Sondierungsfahrten gemacht, vorbei an der Drachenschanze. Und was soll ich sagen, der Träger war tatsächlich draußen. Ja, zuerst stand er mit dem Rücken zu mir und dann hat er sich sofort umgedreht, aber da war ich dann schon wieder weg. Was auch gut war, damit mein Auto nicht verbrennt, denn ich will ja morgen den Livestream vor seiner Hütte starten. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, mir werden nicht die Prügel rausgeschmissen. Ich hoffe, die Polizei nimmt mir nicht meine Elektronik ab. Willi Etzalle angespannt. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich werde mir erstmal was Leckeres zu Schmack und Fatzen gönnen hier im Roten Herzen. Die Lokalität, in der man eingekehrt sein muss, wenn man den Lord besucht. Tag 2, Station 1. Ich war eben im Rathaus und habe mich erkundigt, inwieweit es legitim ist, diese betreten Verbotenschilder an dem Weg zur Burg Eppelein aufzustellen. Und im Rathaus hat man mir gesagt, dass ich da problemlos hoch könne, dass es nicht verboten wäre und man nicht wüsste, weshalb diese Schilder dort aufgehängt wurden. Also freie Bahn zu Burg Eppelein. Stolz reckt er sich gen Himmel, der Schauerberg mit der Schauerburgruine, den ich jetzt besteigen werde und zu dessen Füßen im Gegenlicht ein uns allen bekannter YouTuber wohnt. Dann wollen wir mal hoch. Und dieses Schild werde ich geflissentlich ignorieren, so wie mir geraten wurde von dem einen Landwirt und von der Gemeindefrau im Rathaus. Vor Erschöpfung schnaufend komme ich hier oben an, bei der Schauerburg, genannt Eppeleins Ruine. Und darunter natürlich das obligatorische Schild, Privatgrundstück betreten verboten, was aber, wie gesagt, gegenstandslos ist. Und da liegt sie direkt vor mir, die Eppeleins Ruine. Hinter mir liegt eine ganz andere Ruine
und zwar die Ruine von Ruina. Schade, dass man von hier oben sein Grundstück nicht einsehen kann. Man kann nur den Giebel erahnen. Denn wie Rainer auf Twitter verkündet hat, macht er gerade Gartenarbeit und dabei würde ich ihn ja zu gerne beobachten. Aber von hier wird das wohl nichts. Müssen wir mal weiter gucken. Ich besteige den Altschauerberg, sehe die Lichter in dem Ort. Unten wankt was hin und her, denn dort geht der Drachenlord. Ich seh ihn, wie er patrouilliert, sucht nach Eltern bei seinem Haus. Und hat er sie observiert, schmeißt er ihnen die Prügel raus. Ich kann nicht glauben, was passierte, als er sie dort mit Mühe ausspülte. Sie riefen nur Lü, 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 du Wichskrübel, schrie er. Nimm deinen Scheiß und piss dich, Etzala, von hier. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Der Stream live von der Drachenschanze soll beginnen. Um sicherzugehen, dass der Feind meine Ankündigungstweets nicht gelesen hat, überprüfe ich vorab beide Zufahrten von Altschauerberg, ohne jedoch den Ort zu durchfahren. Das macht einen Umweg nötig, aber falls man mir doch auflauern wird, würde man mich schon jetzt festsetzen und der Livestream wäre geplatzt. Beide Zufahrten sehen sauber aus. Beruhigt fahre ich zum Rewe-Parkplatz. Ich habe mir überlegt, den Stream bereits dort zu starten, damit ich, falls es zu Zwischenfällen kommen sollte, immerhin etwas geliefert habe. Zuerst überprüfe ich, ob die Karte im Aldi-Stick bereits freigeschaltet ist. Negativ, natürlich. Hoffentlich bietet das LTE-Netz der Telekom ausreichenden Empfang. Anschließend montiere ich die Webcam mittels des Saugnapfstatives am Seitenfenster, fahre den Rechner hoch, überprüfe die Perspektive. Fehlt nur noch mein Offline-Backup, die GoPro Action Cam, für den Fall, dass das Streaming nicht funktionieren sollte. Das ist die, von der ihr gerade die Aufnahmen seht. Ursprünglich wollte ich sie ebenfalls per Saugnapf auf dem Dach des Fahrzeugs befestigen, jedoch erwies sich der Saugnapf angesichts der Vibration des großflächigen und dünnblechigen Franzosenblechdaches des Peugeot Experts als wenig standhaft, sodass ich die Kamera kurzerhand mit Panzertape an der Schiebetür befestigte. Ich setze mich ins Auto. 16.02 Uhr. Ich starte den Stream und schnell trudeln zahlreiche Zuschauer ein, die sich meine Aktion nicht entgehen lassen wollen. Es geht los. Ich verlasse den Rewe-Parkplatz und bemerke, dass ich vergessen habe, die Außenkamera einzuschalten. Nach einem kurzen Stopp in Sichtweite des Supermarktes geht es weiter auf die Hauptstraße Richtung Nürnberg. Dann rechts abbiegen. Die Straße ist schon bedeutend kleiner. Sie führt in einen irrelevanten Ort. Von dort zweigt eine noch kleinere Straße ab. Sie ist nicht mal komplett befestigt. Sie führt nach Altschauerberg, zum Drachenlord. Die Spannung steigt weiter. Doch was ist das? Hinter mir fährt die Polizei, mit Blaulicht. Der LED-Balken bittet mich anzuhalten, höchst ungern. Ich reiße die Webcam vom Fenster, werfe sie in den Fußraum, schließe den Laptop und werfe meine Jacke darauf, damit er nicht gesehen wird. Die Polizei wird ungeduldig, das Martinhorn erklingt. Jetzt kann ich nichts mehr hinauszögern, ich muss rechts ran. Der unbefestigte Boden knirscht unter den Reifen. Ich lasse das Fenster herunter und begrüße den Beamten. Allgemeine Verkehrskontrolle, sagt er. Ist klar. Ich händige ihm meine Papiere aus, die er an seinen jungen Kollegen weiterreicht, um mich zu überprüfen. Eine besorgte Bürgerin habe angerufen. Sie habe mich auf dem Rewe-Parkplatz gesehen, wie ich eine Kamera ans Auto geklebt hätte. Wirklich? Deshalb ruft man die Polizei? Heutzutage pappt sich doch jeder seine Action-Cams überall hin und das nicht erst seit gestern. Das ist weithin bekannt und das interessiert niemanden mehr. Und überhaupt würde es den Freund und Helfer interessieren, was ich denn hier mache. Ich bin Tourist und möchte meine Fahrt aufnehmen, um mir ein Urlaubsvideo zusammenzubasteln. Außerdem kenne ich mich hier nicht so gut aus, log ich. In suffisantem Ton bemerkte der Polizist, dass er häufig angelogen werde. In diesem Moment war es im wahrsten Sinne des Wortes amtlich. Er wusste genau, dass ich zum Drachenlord wollte. Und nun weiß ich, dass er es weiß. Und wahrscheinlich weiß er, dass ich weiß, dass er es weiß. Ich verschwende jedoch keinen Gedanken daran, ihm mein eigentliches Anliegen zu offenbaren. Ich kenne den Mann ja nicht. Mit Glück könnte sich vielleicht ein aufschlussreiches Gespräch entwickeln, da ich ja nichts Böses im Sinn hatte und nur eine wirklich harmlose Aktion durchführen wollte. Mit Pech jedoch stände mir unter Umständen Ärger ins Haus.
Außerdem würde er gerne einen Blick in den Laderaum werfen. Klar, er will wissen, ob sich darin unter Umständen Material befindet, welches ich dem Lord Knight zu schmassen gedenke, doch der Laderaum scheint leer. Wir beide übersehen den stetig wachsenden Medberg im Innern des Fahrzeugs. Das sollte mir erst später klar werden. Zwischenzeitlich erreicht die Bürger in Uniform ein Funkruf. Probleme mit Schaustellern in Emskirchen. Leider dauert die Kontrolle meiner Personalien etwas länger. Natürlich könnten sich die Herrschaften sofort zu dem neuen Einsatzort auf den Weg machen und mich meiner Wege gehen lassen, aber dafür bin ich ihnen wohl zu wichtig. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Wenn sie schon von der Leitstelle keine Auskunft bekommen, dann doch mit Sicherheit von mir. Und so werde ich gefragt, ob ich schon mit der Polizei zu tun gehabt hätte. Ich antwortete wahrheitsgemäß, dass es außer bei allgemeinen Verkehrskontrollen keine Zwischenfälle gegeben hätte. Die Leitstelle bestätigte meine Aussage und mit dem Hinweis, die Kamera zukünftig lieber innen anzubringen, um derartige Situationen künftig zu vermeiden, leiten sie die Verlassung ein, um sich mit den Schaustellern herumzuschlagen. Ich warte, bis der BMW verschwunden ist und klappe meinen Laptop auf. Zu meiner Überraschung ist das Gerät beim Schließen des Bildschirms nicht in den Standby-Modus gegangen, was den Livestream beendet hätte. Nein, das Gerät blieb eingeschaltet und hat offenbar die komplette Situation live und direkt an das versammelte Publikum übertragen. Da war er, der Haufen Matt im Lieferwagen. Es war anderes Matt als geplant, aber es war Matt. Klar, denn ich beabsichtigte, mindestens eine Viertelstunde vor der Drachenschanze streamen zu können, bis mich entweder ein wütender Lynchmob in die Flucht schlägt oder die Polizei kommt. Nie hätte ich damit gerechnet, bereits vor Erreichen von Altschauerberg aufgehalten zu werden. Was passiert ist, ist passiert. Fluchend befestige ich die Webcam, wie die Polizei es mir vorgeschlagen hatte, innen an der Scheibe des Fahrzeugs, um zumindest eine Live-Vorbeifahrt beim Drachen liefern zu können. Aufhalten wollte ich mich dort nicht mehr, nachdem ich bereits auffällig geworden bin. Dort angekommen zeigte sich der Lad kurz am Fenster. Mittlerweile scheint ihn wirklich jedes Motorengeräusch aufzuschrecken. Kurz hinter dem Ortsausgang am Schauerberger Feuerwehrhaus musste ich feststellen, dass der Stream abgebrochen ist. Kein Netz. Ich starte ihn erneut, doch nach wenigen hundert Metern erscheint auf dem Bildschirm wieder ein Standbild. Es ist zwecklos. Dafür läuft meine Twitter-Timeline heiß. Die Leute wollen, dass ich wieder online gehe und sie fragen, was passiert sei. Ich setze den ein oder anderen Tweet ab und fahre nach Neustadt zu Edeka, um einige Kleinigkeiten auch für den neuen Schatz einzukaufen. Rewe ist für mich gestorben, zumindest dieser Rewe. Wie sollte man mit der jetzigen Situation umgehen? Ich rekonstruiere den Vorfall und überlege, wie es dazu kommen konnte. Außerdem sitzt an den Rechnern und Smartphones eine informationshungrige Meute. Was tun? Ich setze einen Infotweet ab. Heute 21 Uhr auf YouNow, Nachlese und allgemeine Frage- und Diskussionsrunde. Ich freue mich. Um diese Zeit sollten die meisten ihre Arbeitspullis ausgezogen haben. Primetime quasi. Ich habe mir vorhin was überlegt für heute. Schön, dass ihr erstmal alle da seid. Und so habe ich mir jetzt im Nachhinein ein paar Gedanken gemacht. Ich habe mir das Stichwort dazu aufgeschrieben. Deshalb werde ich währenddessen den Chat nicht verfolgen können. Dann machen wir quasi als... Nee, ich muss den Rauchmelder aufhängen. Dann machen wir das eben so, dass ich kurz meine Stichpunkte loswerde, die wir durchaus als Diskussionsgrundlage nehmen können. Und dann gehen wir über zum freien Teil, wo wir ein bisschen schnacken können, wo ihr Fragen stellen könnt. Das ist mein Vorschlag. So, erstmal nehme ich mal einen Löschzwerg. Ich habe nämlich Durst. Aber jetzt habe ich hier Platz. Da muss noch jemand anderes hin. So. Zum Wohl. Dann starten wir jetzt mit dem offiziellen Teil. Und wie gesagt, danach Fragerunde oder Anmerkungen und alles andere. Also, wie ihr wisst, ich habe heute versucht, vor der Drachenschanze einen Livestream auf YouNow zu machen. Das ist mir nicht gelungen, weil mich die Polizei vorher einkassiert hat. Und das ist schon wirklich bemerkenswert. Ich habe zumindest gedacht, dass ich eine Viertelstunde vor der Schanze aushalte. Aber ich war mir zu 99%, na vielleicht 98% sicher, dass die Polizei kommen wird. Deswegen habe ich extra nur so wenig mitgenommen wie nun möglich. Ich habe meine Spiegelreflexkamera auf dem Zimmer gelassen, meinen Camcorder, weil ich einfach nicht riskieren wollte, dass mir das alles einkassiert wird. Ja, wie gesagt, dass die Polizei kommt, bevor ich an der Drachenschanze bin, hätte ich nie gedacht. Des Weiteren
Ich habe bei Rewe eine Kamera an mein Auto montiert und deswegen ruft doch eigentlich keiner die Polizei. Heutzutage haben wir so viele Kameras an und in Autos und anderen Fahrzeugen, normalerweise schert sich keiner drum. Des Weiteren, die Polizei war extrem schnell da, wie viele von euch gesehen haben. Die GoPro, die hatte ich montiert, kurz bevor ich losgefahren bin. Also die Montage der GoPro war die letzte Ansammlung, bevor ich online gekommen bin. Da war keine Zeit dazwischen oder ähnliches. Wirklich, lass es 3 Minuten gewesen sein. So, und nicht nur das. Ich bin von dem Rewe-Parkplatz runtergefahren und 2-mal abgebogen. Einmal in Richtung dieses komischen Ortes und dann diesen kleinen Weg nach Altschauerberg. Die Polizei hätten sie doch wahrscheinlich zum Rewe gerufen. Und wenn jemand gesagt hätte, hier, der fährt gerade weg, dann hätten die wahrscheinlich erstmal die Hauptstraße abgefahren, aber doch nicht diese kleinen Straßen, in die ich eingebogen bin. Das hätten die doch nie vermutet. Und zielstrebig wie nichts sind die auf diesen kleinen Landwirtschaftsweg nach Altschauerberg gekommen. Also das kann kein Zufall sein. Wie lange die Polizei vorher schon hinter mir war, das wusste ich natürlich nicht. Als ich bin dann, nachdem ich vom Parkplatz gefahren bin, nochmal rangefahren, um die Kamera einzuschalten, weil ich es vergessen hatte. Da war sie auf jeden Fall noch nicht hinter mir. Und aus dem Lieferwagen hat man natürlich immer schlechte Sicht nach hinten. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich an dieser Straße nach Altschauerberg vorbeigefahren wäre, dass die Polizei mich nicht angehalten hätte. Ich in Emskirchen war, mehrere Emskirchener beiläufig nach dem Drachenlord gefragt, zum Beispiel Bäckereifachverkäuferin, Kassiererin etc. Und keiner hat mir gesagt, dass er ihn kennt. Und das kann eigentlich nicht sein, weil dafür erregt er viel zu viel Aufmerksamkeit. Also wie gern würde ich mal Mäuschen spielen und mir anhören, was da so auf der Straße unter Eingeborenen geredet wird. Mein überraschendes Fazit, überraschend muss ich wirklich sagen, weil eigentlich hätte es nicht besser kommen können. Im Altschauerberg hätte ich keinen Empfang gehabt, das hat man im Stream gesehen, als ich weitergefahren bin. Und ich konnte es vorher nicht testen, weil ich mich da nicht aufhalten wollte, weil ich nicht vorher auffallen wollte. Mir wurde gesagt, dass E-Plus da funktioniert und deshalb habe ich mir extra noch einen Aldi-Stick gekauft. Aber der war zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv. Es dauert 6 Stunden oder bis zu 6 Stunden, bis er aktiv wird. Und 2 Stunden später stand halt das Live-Event an. Übrigens habe ich das Scheißding bis jetzt nicht zum Laufen gekriegt. Also zusammengefasst, wir wollten, dass was passiert, es ist was passiert. Und es ist passiert, als ich noch Netz hatte. Und was passiert, es lässt durchaus Schlüsse auf die derzeitige Situation in Emskirchen zu. Was ihr leider nicht gesehen habt in dem Stream, weil ich keinen Empfang hatte, der Lader kam sofort ans Fenster, als er meinen Diesel gehört hat. Also der Gute ist mittlerweile ziemlich paranoid. Ich würde mich auch freuen, falls dass sich vielleicht noch jemand finden würde, der diese Aktion wiederholt. Mich wundert, dass es vor mir keiner gemacht hat. Sicherlich habe ich vielleicht auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Ich habe es vielleicht zu früh angekündigt. Ich hätte es vielleicht gar nicht ankündigen sollen. Aber ich wollte natürlich auch eine gewisse Zuschauerschaft haben, die das Spektakel live verfolgen kann. Da müsste man sich fürs nächste Mal, so es eins geben sollte, vielleicht nochmal Gedanken machen. So, ihr Lieben. Jetzt kommen wir zum offenen Teil. Und da sehe ich schon eine Frage, ob man die Kamera von außen sehen konnte. Die GoPro, ja. Die habe ich, wie gesagt, mit Panzertape. Ich werde jetzt noch ein bisschen gucken, was ich während der Stunde des Streams verpasst habe. Wünsche euch einen schönen Abend. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr nicht erwischt werdet, falls ihr mal irgendwas macht, was aber bitte nicht ungesetzlich ist. Bombenlei schmassen und so, das finde ich nicht so gut, oder Graffiti an die Schanze machen, das gehört sich, finde ich, nicht. Möchte mich auch ganz klar von distanzieren, aber den Rainer mal ein bisschen zu kitzeln, das finde ich absolut in Ordnung, und wenn ihr das machen wollt, dann viel Glück damit und viel Spaß dabei. Gute Nacht, einen schönen Abend und herzlichen Dank fürs Zusehen. Ciao, Mädel. Mädel, Leute,
Ja, ich habe meinen Vlog ein bisschen vernachlässigt. Einfach weil gerade gestern so viel passiert ist, dass ich gar nicht mehr daran gedacht habe, den Camcorder in die Hand zu nehmen. Ihr habt das ja wahrscheinlich alles selbst verfolgt. Ich werde jetzt nochmal schnell nach Emskirchen fahren und mein Leergut wegbringen zu Rewe. Und dann geht's auch schon ab nach Hause. Vielleicht fahre ich noch beim Rainer vorbei auf dem Weg und liefere noch eine Ladung Met aus. Nee, ernsthaft, ich werde da vielleicht vorbeifahren, aber ich werde nicht aussteigen, ich werde nicht anhalten. Ich habe Dorfverbot. Und wenn ich mich dem widersetze, das ist im Grunde schon ein Lynchmob wert, wenn ich das mache. Und deswegen möchte ich da nichts, keine absichtliche Provokation machen. Jetzt bringe ich nochmal mein Leergut weg, was ich in dieser Edeka-Tüte habe, die übrigens an dieser Stelle als Statement zu verstehen ist. In dem Karton habe ich meine Reisetasche. Die schicke ich mir einfach per Post. Dann brauche ich die heute nicht den ganzen Tag mit mir rumschleppen. Mädel. So. Dann wollen wir mal Rewe Matze Zwingel. Mission erfüllt. Übrigens musste ich mich wirklich anstrengen, als ich meine Adresse aufs Paket geschrieben habe, als Postleitzahl nicht 91448 hinzuschreiben. Es ist wirklich erstaunlich, was diese ganze Drachengeschichte mit einem macht. Wahnsinn. So, ich habe jetzt noch einen Schatz zu verstecken und dann muss ich das Auto auch schon wieder abgeben. Mein Met-Lieferwagen. So, mein letzter Auftrag hier ist vorbei. The Eagle has landed. Es gibt einen neuen Lügenschatz, beziehungsweise Wahrheitsschatz, wie ich ihn nenne. Damit beziehe ich mich auf George Orwell und seinen Roman 1984. Denn Big Brother is watching you. Und das ganz besonders hier in Emskirchen. Da finde ich, Wahrheitsschatz ist ein sehr schöner Euphemismus dafür. Es gilt, zwei Verstecke zu finden. Das Öffnungswerkzeug findet ihr bei der Telekom. Und für den anderen Schatz müsst ihr nicht auf dem Holzweg sein. Ich hoffe, der Schatz hält ein bisschen länger. Es kann durchaus sein, dass er relativ schnell wieder weg sein wird. Aber dadurch, dass wir jetzt ein bisschen weiter von der Schanze entfernt sind, kann es durchaus sein, dass wir an diesem etwas länger unsere Freude haben werden. Seid doch ruhig so gut und postet ein paar Bilder davon, wenn ihr hier wart. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne. Schauerberg ahead. Ich fange mal jetzt schon an zu filmen, damit wir zum einen die Laufstrecke des Drachen ein Stück weit noch sehen können. Und zum anderen, damit ihr auch mal seht, wie das hier so aussieht. Man kennt ja immer nur die paar Meter am Drachen vorbei. Und jetzt werde ich mich noch ein einziges Mal, ein letztes Mal, dem Dorfverbot widersetzen. Und hier durchfahren. Polizei ist noch nicht da. Gott sei Dank. Ihr seht, so ein bisschen ranzig ist das hier schon, ne? So. Also nach dem, was gestern war, ist jetzt schon ein bisschen Nervenkitzel dabei, muss ich gestehen. Aber es ist eigentlich schon heftig, dass man schon fast noch ein bisschen Muffensausen hat, allein weil man durch den Ort fährt. Ach, da war der Schriftzug Rainer Winkler ist doof, da habe ich ihn gesehen. Der ist schon ein bisschen verblasst. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ob der auf der Kamera zu sehen war. So, ein letztes Mal an der Schanze vorbei. Schnell die Verlassung einleiten.
mit dem Verlassen von Altschauerberg endet auch mein kleiner Reisebericht in Videoform. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich gebe es zu, das ist ja alles ein bisschen nüchterner geworden, als ich es eigentlich geplant hatte. Aber der Livestream, den es gegeben hat, entschädigt, glaube ich, dafür. Denn mal ehrlich, live bei einer Polizeikontrolle wegen des Drachenlords dabei gewesen zu sein, das hat doch auch schon was. Und das hat es vorher auch nicht gegeben. Und vielleicht wird es das auch nicht mehr geben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte definitiv Spaß. Und sage Sayonara.